Der HRW-Podcast der Wissenschaft. In dieser Folge Astronautengesundheit und kardiovaskuläre Mechanik. Eine Professorin schildert ihren Weg. Hallo und herzlich willkommen zum HRW-Podcast der Wissenschaft. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Olaf Brinkmann. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin manchmal total beeindruckt, wenn ich lese, was Menschen schon alles so gemacht haben. Bei meinem heutigen Gast geht mir das auch so. Und zwar spreche ich heute mit Carole Le Guy. Der Name sagt schon, sie ist Französin und seit 2018 Professorin an der HRW. Und vorher schon so richtig rumgekommen in der Wissenschaft. Sie weiß eine ganze Menge über die Gesundheit von Astronauten. Sie entwickelt aber auch Spiele, mit denen Menschen zum Beispiel lernen können, ihre Handgelenke wieder besser zu bewegen. Ihr merkt schon, es wird spannend heute, deshalb legen wir gleich los. Hallo, Frau Dr. Le Guy, schön, dass Sie da sind. Hallo, schönen guten Tag. Zu Beginn wie immer die Frage, wollen wir Sie oder du sagen? Ich habe gar kein Problem mit du. Das ist schön, Carole, ich bin der Olaf, hallo. Carole, wer unseren Podcast kennt, der weiß, am Anfang machen wir immer ein kleines Spiel, damit wir unsere Gäste ein bisschen besser kennenlernen. Ich stelle dir jetzt eine Frage und du wählst zwischen zwei Antworten, okay? Okay. Frühstück, Baguette oder Müsli? Baguette, auf jeden Fall. Wohnen, Einfamilienhaus oder Penthouse? Familienhaus. Schmuck, Silber oder Gold? Beides, die kann man nicht antworten. Aha. Und Sport, Fitnessstudio oder Waldlauf? Waldlaufen. Mhm. Carole, ich habe es ja schon gesagt, du bist mächtig rumgekommen vor deiner Zeit an der HRW. Studiert hast du an einer Ingenieurhochschule in Blois in Frankreich, und zwar Ingenieurwesen Mechatronik. Wie viele Frauen wart ihr denn da damals? Am Anfang, wir waren unsere Promotion 100 Studierende, davon 10 Frauen. Davon kenne ich noch, bin ich noch mit 3 in Kontakt und noch befreundet. Weil natürlich, wir waren eng miteinander verbunden dann. Wie bist du drauf gekommen, das zu studieren? Es war immer mir klar, als Kind auch in der Grundschule, ich mochte Mathematik. Das war für mich kleine Rätselspiele, die Mathematikübungen zu Hause zu machen. Aha. Und nachher habe ich Naturwissenschaft entdeckt in der Gymnasium Chemie, Physik. Und das war mir klar, ich wollte etwas in der Wissenschaft machen. Du hast dann ein deutsch-französisches Doppeldiplom in Biomedical Engineering gemacht. Genau. Also ich wollte nach meinem 4 Jahre Studium in Frankreich als Spezialisierung für meinen Master einerseits im Ausland gehen, zum Erasmus-Jahr machen. Andererseits, ich hatte entdeckt mit einem Projekt diesen Bereich und Biomedical Engineering, und ich fand diese Benutzung von neuer Technologie für die Medizin ganz spannend. Und ich habe die beide Wunsch kombiniert mit einem Master in Biomedical Engineering in Deutschland dann, in Baden-Württemberg. Und dann konnte ich die beide Diplome dann gleichzeitig validieren. Und was ist Biomedical Engineering genau? Biomedical Engineering, es ist natürlich ein sehr breiter Bereich. Es gibt dann Biomedical Engineering, die tendiert mehr in die Elektrotechnik-Richtung, in die Mechanik-Richtung oder Informatik-Richtung. Aber allgemein benutzen wir Technologie, Modelle, um die Gesundheitssystem zu verbessern, die Behandlung für die Patienten zu verbessern, bessere Diagnose, bessere Geräte, bessere Behandlung von den Patienten durch Technologie. Mhm. Und wie schwer ist es für Frauen in solchen technischen Studiengängen? Ich würde sagen, es ist schwierig, eine objektiven Antwort zu geben, weil natürlich sollte man auch das alles als Statistik sehen. Also für mich war kein Problem. Ich hatte ganz viel Spaß. Es war mehr so ein Vorteil, so in die 10% Minorität zu sein. Okay. Aber ich kann nicht für alle Frauen sprechen. Ja, es hat auch Schwierigkeit vielleicht für einige andere Bedingungen, ja. Also muss man auch das Statistik sehen, weil persönlich kann man auch nicht unterscheiden zwischen, ja, eine schlechte Note, wenn wir schlecht gearbeitet haben, ja, oder eine Diskriminierung. Manchmal, also von Einzelpunkte kann man keine objektiven Antwort geben. Aber ich würde alle Frauen empfehlen, studieren Sie,
Technik und Engineering und Naturwissenschaft. Du hast gesagt, für dich war es eher ein Vorteil. Kannst du sagen, warum? Ich glaube, bei uns war schon der Wunsch an der Uni, mehr Frauen zu haben in den Studiengang. Und wir fühlten uns doch gut bewertet. Also ja, wir waren nicht diskriminiert. Also nicht, wir hatten nicht das Gefühl. Und mit wie vielen Jahren bist du dann Professorin geworden und wie kam das? Also inzwischen nach meinem Diplom bin ich in der Forschung unterwegs gegangen. Nachher habe ich beim DLR gearbeitet, die Deutsche Luft- und Raumfahrt. Mhm. Und dann nachhinein habe ich diesen Karrieretruck angesehen und dann bemerkt, das könnte sehr gut passen. Professorin an einer Fachhochschule. Und 2018 war ich 36 dann bei meinem Professor. War dir denn dieser Weg immer klar? Also war es immer schon dein Ziel, Professorin zu werden? Mein Ziel war, ursprünglich Forschung zu machen. Ich finde Forschung immer spannend, etwas Neues probieren, etwas Neues zu entdecken. Ursprünglich hatte ich vorher keine Lust, in der Lehre beschäftigt zu sein. Ich hatte Angst, es werde jedes Jahr das Gleiche. Aber am Endeffekt, ich bin in der Lehre seit jetzt fast vier Jahren und ich muss sagen, ich hatte das Gefühl, ich bin nur am Anfang. Okay. Und jedes Jahr kann ich mich verbessern und lernt man auch ganz viel. Und die Interaktion mit den Studierenden, das ist sehr lernreich. Du hast ja auch schon für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrtmedizin gearbeitet und hast zur Gesundheit von Astronauten geforscht. Erzähl mal, worum genau ging es da? Das ging auf Nachfolgeforschung von meiner Doktorarbeit in Vaskulärbiomechanik in Eindhoven. Mhm. Da habe ich da beim Deutschen Luft- und Raumfahrt studiert, wie ist der Einfluss von Schwerelosigkeit und die Änderung von Schwerelosigkeit auf den Blutdruckregulation und auf die Gefäßengesundheit. Aha. An der HRW beschäftigst du dich mit kardiovaskulärer Mechanik. Was kann ich mir darunter vorstellen? Vor allem hast du Beispiele. Ich habe als erste Beschaffung von meiner Professur eine Simulation-Setup beschaffen für mein Labor. Damit kann ich die gleichen Bedingungen reproduzieren in meinem Labor als in einem Gefäßen. Mhm. Und dann könnte ich später verschiedene Studien dann anfangen, wie zum Beispiel die Verteilung von Kontrastmitteln während MRT oder die Effizienz von einem Valve oder wie können wir nicht invasiv auch Blutdruck messen in diesen Gefäßen. Und kann man auch diesen Setup zum Beispiel sehr gut für Lernen, für Studierende auch benutzen, diesen ganzen Biomechanik dann Prozess dann zu zeigen. Okay. Und ich habe es anfangs schon gesagt, du entwickelst auch Spiele. Erzähl mal. Ich entwickle selbst nicht direkt die Spiele, aber ich arbeite zusammen mit einer Startup von Düsseldorf, Routing Health. Und es geht um Serious Gaming, mit wem Patienten in der Rehabilitation würde ihre Motivation für Training zu Hause dann unterstützen. Und da meine Rolle in dieser Forschung ist, diese physiologische Aspekt zu messen, wie effektiv sind diese neue Methode in der Rehabilitation. Dadurch benutze ich Methode wie von der Weltraumforschung. Okay, spannend. Du leitest auch das Institut Mess- und Sensortechnik an der HRW. Womit beschäftigt ihr euch dort? Da beschäftigen wir uns mit vielen nicht-invasiven Messungen. Wie können wir Strom, magnetische Felder, Temperatur, ohne dass wir in Berührung kommen mit dem Objekt dann machen können. Zum Beispiel, wir wollen Temperatur in eine Pizza messen. Mhm. Wir wollen in eine Pizza nicht reinkommen. Oder wir wollen Geräten in Industrie 4.0 Bereich zum Beispiel prüfen, ob die noch gut funktionieren, ohne dass wir diese Maschinen öffnen müssen. Mhm. Aber diese Messungen werden auch mittlerweile wireless gesteuert. Wir integrieren auch künstliche Intelligenz so gut wie möglich embedded. Das bedeutet, dass diese künstliche Intelligenz wird dann nicht nur in Richtung große Cloud gehen, aber direkt
am Ort auf dem kleinen Sensordach schon laufen. Viele spannende Entwicklungen. Ja, und viele spannende Themen. In welchen Studiengängen lehrst du denn an der HRW? Wo trifft man dich als Studierender? Also ich lehre bei den Studiengang GMT. Aha. GMT steht für Gesundheit und Medizintechnologie. Das ist ein Bachelor-Studiengang. Aha. Carol, in dieser Podcast-Staffel geht es ganz stark auch um den Claim der HRW. Wir haben dafür das Format Never Stop Growing und Du. Bitte antworte jetzt ganz kurz und spontan, was dir bei den folgenden Fragen einfällt, okay? Okay. Wie spornt dich der Claim Never Stop Growing an? Natürlich wollen wir immer weitergehen, immer lernen. Leben ist immer ein Never Stop Growing Lernprozess. Wo spürst du als Professorin diesen Claim? Never Stop Growing? Ja, ich fühle mich auch, Growing hat mich dann Bild von einem ein Baum vielleicht, oder mit vielen Wurzeln und Branchen. Und ich finde auch so, ich habe verschiedene Wurzeln, verschiedene Länder und verschiedene Fahrbereiche. Und da entwickelt man sich immer in neue spannende Ideen, Projekte. Und da bin ich immer begeistert und immer überrascht, über was immer kommt. Was braucht es, um diesen Claim zu leben? Positivität. Aha. Und zu Leute gehen und mit Leute sprechen. Und Forschung, Technologie geht's nie ohne die Interaktion zwischen die Leute. Carol, bitte vervollständige jetzt noch diese Sätze. Studierende können an der HRW wachsen, weil? Weil wir sind ein tolles Team von Lehrenden. Tolle Campus, schöne Labor und sehr gute Mentor. Sehr wichtig, ja. Ja, das ist unsere Mittagpause immer. Das ist immer, ich muss mein Tee. Und die sind ganz nett auch. Lebenslanges Lernen bedeutet für mich? Forschung und Lehre und Familiesleben. Carol, wir sind am Ende. Vielen, vielen Dank für all deine spannenden Antworten. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Carol Legy mal persönlich sprechen wollt, sie ist Prodekanin im Fachbereich 4. Für die Studiengänge des Fachbereichs könnt ihr euch immer ab Mai bewerben und einschreiben. Und jetzt noch eine Bitte, teilt unseren Podcast, wenn er euch gefällt, und abonniert uns auch. Wenn ihr in eurem Player den Haken setzt, dann kriegt ihr eine Nachricht auf euer Smartphone, wenn die nächste Folge da ist. Wenn ihr mögt, gebt uns gerne auch ein paar Sterne, bei Spotify ist das möglich. Und für all das sagen wir Danke. Habt eine gute Zeit, bis zur nächsten Folge, euer Olaf.